Was mich in Profi-Videos immer wieder wundert, ist, wenn man hier Schalterbau, Unterstand oder sonstige Dinge zeigt, dann werden hier die Stöcke oder die Pfähle immer so miteinander verbunden und dann mit Paracord festgemacht. So ein Profi, wir würden das eigentlich nie so machen. Und zwar, auch wenn jetzt hier quasi dann mit Paracord festgezogen wird, ist das hier nie eine stabile Verbindung. Ja? Und wir sagen immer, da ist Musik drin, das wird sich immer bewegen, da ist keine Stabilität drin. Deshalb eigentlich, und ich habe das noch nie bei uns im Forst anders gesehen, werden hier diese Teile immer angeplattet, das heißt also flach gemacht. Das könnt ihr jetzt hier schön sehen. Hier haben wir jetzt so einen angeplatteten Pfahl fest im Boden verankert. Ja, und wenn ich hier jetzt mir eine Querverstrebung anlege, ja, dann seht ihr, wenn ich die jetzt hier drauf fixiere mit Band, ja, dann ist hier eine saubere Auflagefläche. Das hält 10-mal besser, als wenn ich hier nur so rund und rund miteinander verbinde. Ja, provisorisch vielleicht mal auf die Schnelle okay, beim richtigen Schalterbau auf jeden Fall hier das und dann Paracord rum, hält bombenfest, das ist mein Tipp, ja, alles andere ist eigentlich Pfusch. Ja, hallo Freunde, willkommen wieder im Abenteuerland. Die heutige Videoserie dreht sich mal so um das Thema Schneidwerkzeuge und ganz speziell möchte ich heute euch noch ein Messer vorstellen der schwedischen Luftwaffe, das da als Überlebensmesser dient und das ist das F1 Fellkniffen. Ja, das schauen wir uns heute mal noch genauer an, vergleichen auch mal mit anderen Messer und was ich euch auch noch geben möchte, ein paar Tipps zum Umgang mit Schneidwerkzeugen, ja, welches Tool ist richtig für welche Arbeit, ja, und was ist bei mir im Rucksack so mit dabei, wenn es auf eintägige, mehrtägige oder längertägige Touren geht. Ja, legen wir mal los. Ja, hier haben wir das gute Stück aus der Nähe, was schon mal sehr gut ist für mich als Linkshänder. Ja, das gibt es eben auch mit Linkshänder-Scheide. Ja, und das finde ich immer toll, wenn Hersteller, ich habe auch andere Messer mit Lederscheide für Linkshänder, das finde ich immer toll, wenn hier das bei den Herstellern auch berücksichtigt wird. Das macht es uns auch um einiges leichter. Ja, das Fellkniffen F1, die Scheide hier, das ist, nennt sich Zitell-Scheide. Der Vorteil ist, die lässt sich sehr gut reinigen. Ja, kann man in die Spülmaschine. Also Vorteil gegenüber Leder ist natürlich auch hier, wird nicht nass und sie ist natürlich, dieses Material ist auch super stabil. Und was eben da auch sehr gut ist, das Messer sitzt hier sehr gut in dem Scheidenhaus, ja, so dass es auch ohne, dass es jetzt hier arretiert ist, sehr gut hält. Da werden auch noch andere
Scheiden wahlweise mitgeliefert. Man bekommt es auch mit einer Lädenscheide oder mit verschiedenen anderen Materialien auch noch, je nach Vorliebe und vielleicht Gebrauch. Ja. So, die Hersteller hier liefern bei der Verpackung euch gleich zwei Pflaster mit. Die sind da im Lieferumfang mit enthalten. Und wenn ihr hier so auf die Scheide, auf die Schneide geht und ausprobiert, wie scharf das Messer ist, dann braucht ihr die schon. Also ich habe ja bestimmt 20 verschiedene Messer. Ja. Keines, wirklich keines würde so rasiermesserscharf geliefert wie das Feldkniven. Ja. Also das Ding ist unglaublich scharf. Das ist nur vergleichbar mit dem Rasiermesser von meinem Vater. Ja. Also genial. Ja. Allerdings auch dann mit entsprechender Vorsicht zu genießen. Aber Profis sagen ja immer, nur stumpfe Messer sind gefährlich. Ja. Was auch sehr gut ist, finde ich, die Klinge hat eine Länge von 10 cm, ja, im Gegensatz zu Kampfmessern oder so Bobis Knives, relativ kurz, aber die 10 cm, erstens fängt bei 12 cm das Waffengesetz an zu wirken, das heißt hier mit dem Messer habe ich da nie Probleme. Und zum anderen, was für mich sehr wichtig ist, da hier vom Griff aus gesehen, die 10 cm auf der Klinge habe ich hier den optimalen Druckpunkt, ja, und kann auch bei Arbeiten wie zum Beispiel Zerwirken eines Wildschweins oder sonstigen Arbeiten wirklich die volle Kraft meiner Hand auf die Klinge bringen, ja, und das macht die Kombination, ja, aus Klingenlänge und aus diesem rutschfesten, gut in der Hand liegenden Griff wirklich zu einem ganz hervorragenden. Die Gesamtlänge vom Messer ist 21 cm. Jo, wenn wir schon bei der Schärfe sind, ja, die Schweden sind natürlich bekannt. Das Messer wurde mehrere Jahre entwickelt, ja, und auch der Stahl wurde so gewählt, ja, dass er besonders schnitthaltig ist und in allen Temperaturen funktioniert. Er nennt sich VG10. Und hat 59 Rockwell, also ein sehr harter Stahl. Das bedeutet, auch diese Rasiermesserschärfe bleibt auch nach langem Gebrauch noch erhalten. Ich habe jetzt hier auch schon mehrere Rehe mit versorgt und die ist noch wirklich genauso scharf wie am Anfang. Ja. Benutzt wird das Ding eben, wie schon gesagt, von der schwedischen Luftwaffe als Überlebensmesser. Zum Griff ist noch zu sagen, hier hat man, kann man noch einen Fangriemen, hier kann man noch einen Fangriemen durchbauen und am Ende ragt quasi der Rücken der durchgehenden Klinge noch raus. Ja, das kann man dann eben als Werkzeug benutzen, um zum Beispiel auch eine Autoscheibe einzuschlagen oder sonst, wenn man irgendwie Druck ausüben muss auf irgendetwas. Ja. Also auch das ist sehr gut gelöst. Und wie gesagt, entscheidend bei dem Messer ist die Schnitthaltigkeit. Ja, da habe ich noch nichts Besseres gefunden. Selbst bei meinen mehrlagigen Damaschmessern oder auch bei meinen anderen Jagdmessern mit dem Härtegrad habe ich noch nie so eine Schärfe an der Klinge erlebt, die auch so lang hält. Was ihr aufpassen müsst bei dem Feilkniven, habe ich gesehen im Internet, weil es wohl so gut ist, gibt es hier auch etliche Plagiate, ja, und da müsst ihr euch am besten im Internet umschauen. Ganz hinterhältig, manche verwenden die Originalfotos, ja, sodass ihr es da gar nicht erkennt, sondern seht ihr erst, wenn es geliefert wird, dass das hier gar nicht das Original ist. Ja. So, die Unterschiede erkennt man dann hier an der eingelassenen Öse. Das ist bei den Plagiaten oft nur relativ ungenau gemacht. Und dann hier die Ätzung. Die Ätzung in der Klinge, ja, die ist oft auch nicht so sauber. Und auch hier unten quasi noch dieser
diese kleine Aussparung. Also schaut es euch genau an, oder wenn er kein Risiko eingeht, dann bestellt er es halt zum normalen Preis beim Hersteller und dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, jetzt probieren wir das Ding mal noch ein bisschen aus. Kleiner Schärfetest. Ja, wenn ihr mein letzten Video angeschaut habt, von der Fjällräven Barents, die ich euch da vorgestellt habe, hier ist die gute Nachricht, ihr braucht das Messer nicht oft am Gürtel zum Tragen, sondern es passt hier wirklich maßgeschneidert genau hier von der Barents in die Messertasche und fällt somit nicht auf. Ja. Und ich laufe nicht rum wie ein Krieger. Ja, was ist bei so einem Umgang mit dem Messer wichtig? Also immer von den Fingern wegschneiden, das ist ganz wichtig. Und nie hier das Knie oder den Schenkel als Auflage verwenden, ist ein totales No-Go. Wenn er abrutscht, ja, mit so einem scharfen Messer, da sind mehrere Stiche drin. Ja, also das ist nichts. Immer vom Körper weg. Ihr seht jetzt auch, wie scharf hier das Messer ist, ja, das wäre jetzt ideal, die Schärfe auch um so Firesticks sich zu machen. Hier, das ist quasi jetzt, wäre ein Zelthering, ein Bodenhering. Ja. Vom Schneiden her, man kann einmal hier so quasi mit der Kraft vom Körper wegschneiden. Oder die andere Möglichkeit ist, ihr könnt hier das Stück festhalten und dann hier in die andere Richtung quasi das Messer ziehen. Das ist auch eine sehr gute Methode. Ja. Und auch hier ist es so, wenn man abrutscht, ist quasi kein Gefährdungsbereich vorhanden, dass man sich in die andere Hand schneidet oder in den Fuß schneidet. Also das sind so ein paar Basics. Und ganz wichtig, sobald ihr fertig seid, ja, oder hantiert, das Messer kommt zwischendrin immer wieder sofort zurück in die Scheide. Wenn ihr das Werkzeug oder eure hier Gegenstände in der einen Hand habt, das Messer in der anderen Hand, ja, und fuchtelt damit rum, da sind schon die übelsten Sachen passiert, ja, dass man sich sogar ins Gesicht oder ins Auge gestochen hat, wenn man eine Mücke plötzlich abwehren will oder sonst was und vergisst, ja, dass man hier das super scharfe und super spitze Messer in der Hand hat. Ja, und welches Messer ist denn nun das richtige? So ein Mora, hier haben wir ein Survival Messer mit Feuerstahl und Micarta Griffschalen. Dann nehmen wir unsere Wetterlings Axt, auch Rasiermesser scharf. Dann nehmen wir unser TBS Bohr Bushcraft Messer. Ja. Und hier haben wir noch ein klassisches Jagdmesser. Ja, und welches Messer ist jetzt das richtige oder welches Werkzeug? Ja? Da scheiden sich die Geister und gibt ja tausend Filme. Ich habe da meine ganz spezielle Meinung. Ja? Das allerwichtigste Messer, das er braucht, und ich bin 50 Jahre im Wald und im Forst unterwegs, ja? Das allerwichtigste Messer, das er braucht, das ist ja einfach so ein Schweizer Taschenmesser. 95% von den Dingen, die ich mache, erledigt hier mein Taschenmesser. Da brauche ich keine Axt, da brauche ich keine große Säge und da brauche ich auch kein Überlebensmesser. Wirklich absolut die meisten Arbeiten erledigt dieses kleine Teil für mich. Warum ist das so? Da ist eine Pinzette dabei. Hier, wir sind im Wald, so eine Brombeerdorne hier sich aus der Haut zu pulen, ja, dann nützt mir kein Bowie Knife was und auch keine Wetterlingsaxt, sondern hier Schweizer Messer, Pinzette raus, Dornen rausziehen, fertig. Genauso mit dem Zahnstocher lässt sich vieles anfangen. Ja. Ich habe eine Ahle, mit dem ich irgendwo Löcher bohren kann. Ich habe verschiedene andere Werkzeuge, auch eine Säge für Mini-Arbeiten ist dabei, und das nächstwichtigste oder mitwichtigste ist nämlich hier die Schere.
wenn es mal gilt, irgendwo an Stoff was zu schneiden, Faden abzuschneiden. Hier, man hat Verletzungen oft, wenn man draußen ist in der Natur und arbeitet, verletzt man sich die Fingernägel, reißt sie ein, kann ich hiermit absolut gleich wieder bereinigen. Oder ich habe mal hier irgendwo ein Stück Haut weghängen, wo die Gefahr droht, dass das noch weiter ausreißt. Auch das kann ich hier mit der Schere entfernen. Also absolut für mich das wichtigste Werkzeug, das ihr in der Hosentasche haben müsst, egal ob Wanderung oder 2 Wochen in Schweden oder Kanada, das ist euer hier Taschenmesser. Das ist das A und O. So, und dann von da aus, vom Taschenmesser, da geht es dann weiter. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel natürlich jagdlich unterwegs bin, dann kann das Taschenmesser nicht mehr alles erledigen. Dann ist jetzt so ein Jagd- oder Überlebensmesser natürlich ideal. Ja, das brauche ich jetzt, wenn ich ein Wildschwein zerwürgen will und zerlegen will. Ja, dann zur Not wird es wahrscheinlich auch mit dem Schweizer Taschenmesser gehen, aber für die groben Zerwirkarbeiten, da braucht man wirklich sowas. Ja. Für stärkere Schnitzarbeiten auch. Ansonsten ist es aber so, das ist erst die zweite Wahl, die man braucht. Ja. Und quasi dann geht es weiter, wenn ihr vorhabt, irgendeinen Biwak euch einzurichten oder mit Brennholz eben mehr zu tun habt. Ja. Dann hier ist die Taschensäge die nächste Wahl. Mit dem baue ich mir hier mit der Säge jedes Notschalter. Ja, das ist gar kein Problem. Hier gibt es genügend Totholz, das ich da verwenden kann. Das Ding schneidet auch ganz perfekt. Ja. Und wenn es dann wirklich an einen Unterstand bauen geht, oder wir länger und im Winter unterwegs sind, das heißt, ich brauche wesentlich mehr Mengen an Brennholz, dann kommt spätestens die Axt ins Spiel. Ja. Die ist natürlich hier, wenn ich mir längere Zeit im Wald verbringe, wenn ich viel Brennholz brauche oder mir nicht nur einen Unterstand, ein Dach bauen will, sondern vielleicht eine ganze Hütte oder hier irgendwas in der Richtung, dann braucht man eine Axt. Hängt ja auch immer davon ab, ob ich alles im Rucksack mitschleppen muss, oder ob ich irgendwo einen Biwakplatz habe. Wenn es ums Gewicht nicht geht, dann packt ihr alles rein ein, dann habt ihr die Axt, dann habt ihr die Säge, dann habt ihr euer Überlebensmesser, und das Wichtigste, euer Taschenmesser. Alle Messer, die ihr hier seht, vom Ohr angefangen, sind alle top. Ja. Das ist wie im richtigen Leben. Ja. Eure ganz persönliche Freundin und Lebensbegleitung, die müsst ihr nach euren eigenen Vorstellungen selbst finden. Ja. Viel Glück dabei. Noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr in Deutschland auf euren Unternehmungen unterwegs seid oder was schnitzt und schneidet euch übel, dann ist in Deutschland eigentlich spätestens in 10 Minuten überall ein Rettungswagen da. Wenn ihr aber unterwegs seid, wo ihr über längere Zeit nicht mit Hilfe rechnen könnt, dass gleich eure tiefe Schnittwunde genäht wird, dann bei solchen Unternehmungen legt ihr euch ein paar Schnittschutzhandschuhe zu. Das vermindert das Verletzungsrisiko erheblich und da seid ihr auf der sicheren Seite. Ja, und wie von so einem Stahl nicht anders zu erwarten, liefert er auch noch wirklich mit dem Feuerstahl super Funken. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, es war interessant für euch und ein bisschen was Wissenswertes dabei. Ja, die Botschaft nochmal zusammengefasst, in meinen Augen das wichtigste Tool ist das Taschenmesser, und alles was danach und was immer gröber wird, hängt von dem ab, was ihr vorhabt, was ihr plant, und wenn ihr planen könnt, dann nehmt ihr auch die Tool mit. Und vom Preis her ist es so,
mit dem Mora werdet ihr genauso glücklich als mit einem 200 oder 300 Euro teuren Bushcraft-Messer. Ja, ihr müsst einfach euren Liebling finden. Viel wichtiger ist, ihr geht einfach raus. Das ist das Entscheidende, ja, in die Natur zu gehen. Nicht zu warten, bis man die optimale Ausrüstung für eine Weltumrundung hat. Ja. Einfach rausgehen, Natur erleben, die richtige Kleidung dabei haben, ja, für den Notfall gerüstet sein, fit sein im Improvisieren und dann seid ihr kein Naturbesucher mehr, sondern dann fühlt ihr euch in der Natur zu Hause und das ist auch der Grund, warum ich die Videos für euch mache. Ja. Daheim seid ihr hier erst, wenn ihr euch hier nicht mehr als Survivalist fühlt, sondern wenn ihr hier im Wald das Gefühl habt, ja, da gehöre ich her, da habe ich nichts zu befürchten, ich kenne mich aus wie die Waldbewohner, die Tiere hier, habe ich meine Skills, um mich hier zu bewegen, ja, und zu überleben, und dann fühlt ihr euch hier draußen wohler als in jeder Stadt. Und dann haben meine Videos ihren Zweck erfüllt. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Macht's gut, euer Hans. Ciao.